Anna Abel, eine Künstlerin aus Krefeld. Sie leben und arbeiten in Krefeld und sind jetzt hier im Lokal Harmonie. Und der Titel der Ausstellung verspricht uns, dass Sie den Frühling mitgebracht haben. Das hoffe ich. Und erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihre Arbeiten, über Ihre Art zu arbeiten. Das, was allgemein für alle verschiedenen Sparten gilt, ist, denke ich, dass ich sehr spontan an meine Arbeiten rangehe, sehr intuitiv arbeite. Das heißt, ich habe kein Konzept im Kopf und ich habe auch nicht unbedingt ein Konzept oder eine Vorstellung vom Bild, was am Ende ja, dastehen soll, sondern es geht mehr um den Prozess, der sich entwickelt, in den ich einsteige und dann gibt es einen Dialog zwischen mir und der Arbeit. Das betrifft sowohl die Collagen als auch die Ölbilder und auch fotografisch stehe ich so vor. Und ich meine, gerade bei den Fotografien habe ich gelesen, das ist ganz interessant, Sie nehmen das Foto, bearbeiten es teilweise digital, aber auch analog. Wie haben wir uns das vorzustellen? Analog heißt bei mir Pinsel oder Spachtel. Und ich fotografiere. Ich habe ein Projekt gehabt, wo ich meine Blumensträuße fotografiert habe. Das heißt, ich nehme die Kamera, gehe sehr spontan ran, gucke mir das von allen Seiten an und dann schaue ich mir die Bilder an und gucke, was ich weiter damit mache. Dann werden die teilweise digital überarbeitet und teilweise auch einfach übermalt. Und je nachdem kommen ganz unterschiedliche Sachen bei raus. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben in Frankfurt ausgestellt, Sie haben in Berlin ausgestellt. Wie kommen Sie jetzt zu diesem Kontakt zum Lokal Harmonie hier in Duisburg-Ruhrort? Ja, weil ich seit mehreren Jahren in Krefeld lebe und sich der Kontakt zu Rüdiger Eichholz über einen Kontakt, den mein Mann mit ihm bei HKM hatte, hergestellt hat. So haben wir uns kennengelernt und haben jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren Kontakt. Ich hatte in Duisburg im Schacht 4 eine Ausstellung, ich glaube 2003 oder 2004 war das gewesen und seitdem kennen wir uns und die Künstlerwelt ist ja schließlich klein. Ja. Dann unabhängig davon, ich finde, dieses Lokal Harmonie hat eine ganz besondere Atmosphäre und ich finde, die unterstreicht auch Ihre Bilder nochmal zusätzlich. Oder sehe das nur ich so? Nein, das geht mir auch so. Also mir gefällt es ausgesprochen gut, wenn ich diese unbelassenen Wände sehe, ne? Und meine Arbeiten da drauf, dann kriegt das immer nochmal einen anderen Charakter. Es ist einfach ein Unterschied, ob man jetzt in so einem White Cube ausstellt, ne? Wo die Wände glatt sind und weiß sind oder ob sie sich einfügen in diese Räumlichkeit, wo das Hängen natürlich auch bestimmt wird. Also wir müssen uns dann auch überlegen, ne, wie wir es hängen. Wie lange wird die Ausstellung jetzt hier zu sehen sein? Bis zum 17. Also praktisch zwei Wochen lang? Zwei Wochen, ganz genau. Anna Abel, vielen Dank. Schrecklich.